Ja, Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire Stone 3. Ich bin Steve und... Ja, glaubt man, den 4.8. ist auch dabei. Ja, und ich habe trainiert, Leute. Ich bin auf sehr stolz auf dich. 65, oh, und das war nervig. Ich habe gegen diese Spinnenviecher da gekämpft und ja, also es hat trotzdem noch ewig gedauert, ja. Jede Gruppe gibt ungefähr 5000 EP, aber sieht ja trotzdem, wie viele Gruppen ich dann besiegen muss. Und ja, wenn ich die nicht dauerhaft unter Schlaf gehalten habe, was leider manchmal passiert ist, dann waren die super nervig, weil die konnten einen vergiften und die konnten alltot. Ja, und im Alltot ist schon richtig widerlich, ja. Und im Schnitt sind bei Alltot 3 Chars gestorben. Das ist halt ein sehr guter Alltod auf jeden Fall, ja. Ich glaube, selbst Final Fantasy war nicht ganz so gnadenlos zu dir. Also, boah, also wirklich, ja. Holy moly. Das ist jetzt uns auch Celine etwas näher dran an Asuka und Elaine. Weil, ja, es hat irgendwie mal Asuka und Elaine erwischt dabei und dann, ja. Ne? Und dadurch halt Celine ein bisschen zu ihnen aufholen. So, ich habe auch neue Ausrüstung direkt gekauft. Er trägt jetzt übrigens gerade, ne? Den Säbel. Einfach, weil das ja schon so viel besser ist von den Stats, ne? Also, um es euch mal zu zeigen, da. Oh, oh, oh. Und die ist schon Level 10, Alter. Level 10! Ja. Ja, ja, ja. Also, ihr seht, das Ding ist jetzt einfach nur noch schlecht, ne? In Relation dazu. Selbst zu der davor, da ging es ja noch, die hat 31 gegeben, aber selbst das wäre immer noch, ne? Und jetzt ist wirklich an dem Punkt, wo ich sage, nee, es geht nicht mehr. Und ich möchte euch mal zeigen, wie frustrierend das Itemsystem in diesem Spiel ist. Ich habe mal bewusst die 60er Stiefel und die 65er geholt. Und hier seht ihr das mal, ja? Das ist wirklich immer nur ein Abwehr und drei Geschwindigkeit. Ganz stumpf. Und so ist alles aufgebaut. Ja. Brustpanzer sind 3 und das ist ein Tier. Genau. Also, das steckt null Mühe irgendwie drin und es ist einfach nur. Also das Itemsystem macht keinen Spaß. Es macht nicht Spaß, in den Laden zu gehen und sich neue Ausrüstung zu kaufen. Nee. So. Und wir müssen es ja, weil so viele versteckte Gebiete gibt es nicht mehr. Genau. Und eigentlich müssten wir es ja wirklich echt lange warten, bis wir eigentlich die nächsten aufmachen. Einfach damit wir für die Endkämpfe was Schönes haben. Ja, ich werde wahrscheinlich, werden wir die Truhen nicht mehr öffnen dann, ja, weil ja, beziehungsweise wenn wir mal schauen, sobald ich ein Gebiet finde, wo ich sage, können wir gut leveln, also gut starke Seelen dann sammeln, werden wir da dann die Truhe öffnen, weil vorher kannst du ja auch nicht respawnen, das Zeug da drin. Richtig. Wo bin ich jetzt gerade auf der Karte? Ich muss gerade mal mich orientieren. Irgendwie sehe ich mich gerade nicht. Ich bin gerade blind. Ah, jetzt sehe ich mich, okay. So, ich glaube, ich weiß, wo die Main Story weitergeht. Unglaublich. Ja, hat sich ja richtig gelohnt übrigens, ne, dass wir das eingesetzt haben, dass die 30 Seelen für alles aufdecken. Sind mir schon wieder ein paar grüne Gebiete wieder aufgefallen, die wir noch nicht gemacht naja, haben. Naja, liegt daran, dass wir Level 65 sind, damit ja, die ja, richtig, 60er und 65er jetzt grün sind. Es müsste doch hier irgendwo so eine... hier rechts war es die große Insel, glaube ich. Ja, ist die letzte Stadt auf jeden Fall, die noch da ist. Die soll auch mal verhältnismäßig groß, also ich denke mal, schon noch mal ein, zwei Quests noch mal drin geben. Nicht hier. Wo waren das nochmal, die Main Quest? Die sind da ständig vorbeigegangen geflogen. Ja, das ist auf jeden Fall, war es ein Turm auf der Karte? Ich glaube schon. Nein, kein Turm. Definitiv nicht. Der Turm ist Pyrex Turm. Nein, nicht Pyrex-Turm. Nur Pyrex. Wir sind letztes Mal auch in den Turm reingeflogen. Nee, ich kann dir sagen, ich weiß, wo der Turm ist und der Turm ist es nicht. Ich mach mal den Maker auf. Der hier ist den Turm hier, aber der ist es nicht, ne? Ja, das ist 75 und das ist Larius Turm. Ja, genau. So. Das ist Larius Turm. Ja. Der ist es also nicht.
Warte mal, wir machen es ganz simpel. Wir müssen zum Tempel des Blutes und der war in der Wüste, glaube ich. So. Ich schaue in die Questlog. Vielleicht bringt uns ja die Questlog hin. Nein. Erkunde den Tempel des Blutes westlich von Festung Ulderin, Level 50. Ja. So. Jetzt schauen wir mal, wo Ulderin ist. Lieber Schlüsselgegenstände, ne? Aber die Karte drin haben. Geht dein Controller mal wieder nicht, ja? Ja. So, Ulderin. Wirklich. Wo ist Ulderin? Da auf dem Kontinent war es dort. Dann fliegt er mal hin. Muss jetzt Ulderin hier sein, dann? Genau, auf dem Westlich. So, da. Ach so. Da ist ein Turm. Ah, okay, ja, okay. Tempel des Blutes. Dann schauen wir erstmal, ob wir hier irgendwo ein Geheimnis finden. Das Obligatorische. Nein. Ja, auch nicht. Hier ist einfach nichts. Da ist es. Na, ah, da ist ein obligatorisches, ein gelbes Item für 320 Fieder. Hey, hey! Da. Die Tätowierung auf Palreks Arm scheint zu funktionieren. Dann lasst uns reingehen. Nee, da ist nichts. Auf Fallen und Feinde. Ich denke nicht, dass man uns hier herzlich willkommen heißen wird. Ich denke ich auch nicht. Töten wir alle, die sich uns in den Weg stellen. Das hier ist das Buch der Elras. Irgendwo müssen noch die schwangeren Frauen sein, von denen Sir Balto sprach. Haltet die Augen offen, wir müssen sie befreien. Es ist Zeit, Köpfe abzuschlagen. Ja, aber das ist so heldenhaft. Ach, Moment, ich war gerade am Chaos anliegen. Das ist ehrenhaft, jemanden so umzubringen. Oh, guck mal, hier sind schon mal ein Fass, da können wir uns später hier heilen, das ist gut. Ja. Ah, das muss die neue Lee. Verdammt, das kann nicht sein. Und los geht's. Alarm! 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 Es sind Askan seine Vampire. Und wir lassen jetzt echt weglaufen. Ja. Da werden uns wohl durchkämpfen müssen. Lasst uns die Schweine töten. Beeilung. Falls ihr bald mit dem Buch hier ist, könnte er die Flucht ergreifen. Er darf nicht entkommen. So. Die Gegner hier stellen eine große Herausforderung dar. Nutze Kontrollzauber wie Schlaf und Beherrschung, um den eingehenden Schaden zu reduzieren, indem du Feind außer Gefecht setzt. Nur, Malek, du hast vergessen, die Vampire, wenn es Vampirgegner sind, wird das nichts mit Schlaf und wir haben keine Beherrschung, richtig? Ja. Außerdem heißt es erstmal Feinde. Ja, das ist auch richtig. Ja. Das ist eine Main-Story-Textbox, möchte ich hier betonen. Ja, was jetzt hier cool wäre, ich meine, wir sind ja gerade jetzt in einer Tipp-Textbox, ja? Also sprich, hier kann jetzt komplett out of character geschrieben werden. Genau, dann könnt ihr uns sonst auch nochmal die Kombination der Runen-Dinger da geben, damit wir es auch wissen, wie das, wie man das macht. Ja. Wahrscheinlich können wir Beherrschung problemlos bekommen. Ne? Ja. Ja. Aber nee, das wäre ja nützlich. Macht mir echt direkt Angst, wenn eins der ersten Gegenstände hier drin ist, mal ein großer Vampirstein ist. Ja. Oh, random Loot. Ich hab dich ganz doll vermisst. Und der NPC einfach rum.
Eine Fallgrube für Hinrichtungen? Wenn diese abtrünnigen Vampire so die schwangeren Frauen entsorgen, reiß ich jeden einzelnen in tausend Stücke. Erst das Haus der Freudentränen, jetzt dieses abscheuliche Gebäude. Sir Baldur und Larius, wir werden euch finden. Die Welt hat sich offenbar in den letzten Jahrzehnten zu einer Abscheulichkeit entwickelt. Ja, das war schon immer so. Wir haben es anders verpackt. Wir kämpfen jetzt ja gegen Vampire, ja? Wir kämpfen gegen Vampire, ja. Es ist die Frage, ob man trotzdem denn jetzt hier die andere Klinge anlegt, ne? Naja, dann heilen sie sich zumindest nicht mehr. Wenn da wieder Vampir-Magier dabei sind. Ja, aber das Problem ist, die heilen ja wieder. So ein krasser Unterschied, ich weiß ja, nicht. Ja, das stimmt wohl. Ja, wir probieren es jetzt. Wir schauen uns mal, wie es jetzt läuft, so, ne? Genau. Ja, wir nehmen natürlich komm, trotzdem Digga. Alle Gegner mit. Ja, okay. Oh Gott, nein, wenn ich das schon sehe. Die Geistbeschwörung heilt sich jede Runde vollständig. Dies erkennst du am Zustandssymbol. Du musst Zauber mit dem Effekt Heilblock verwenden, um dies zu verhindern. Ja, dann Spiel, dann sag mir auch bitte, wie ich Heilblock bekomme. Ja, mal weiter. Hoffentlich bitte, kommt das jetzt. Hoffentlich kommt das jetzt. Okay, danke. Boah. Ja. Aber jetzt sind wir schon im Kampf. Wir können unsere fucking Runen nicht mehr ändern. Ja. Also muss ich eigentlich direkt F5 drücken und den Kack direkt wieder laden. Vor allem, wir haben doch am Anfang die Tipps bekommen. Warum hieß es? Also nur so nebenbei. Das ist übrigens eine Möglichkeit, eine Tippfunktion im Spiel einbauen. Und dann wird dir vielleicht auf der Map gesagt, mit Tipp, ja, welche Zauber hier gut sind. So, na, mit den Runenkombinationen, so. Einmal für Spieler, die nicht so viel testen wollen, ne? Ja, oder halt auch, das kannst du optional an- und ausmachen. Genau. Möchtest du Tipps haben? Ja, genau. Nein. Genau. Wenn ja, dann kriegst du, wenn du hier die Karte aufmachst oder sonst was machst, dann kriegst du einen kurzen Überblick über die Karte. Das sind die Spells, die sehr gut sind. Die brauchst du. Hier viel Spaß. Genau, ja? Ja. Und das Schöne ist ja, Spieler, die keine Tipps haben wollen, bekommen halt keine. Genau. Ne, das ist schön optional. So. Ja, viermal Status. Schön. Lange ist es jetzt erfahren. Ja. Ich versuche trotzdem mal, die einzuschläfern. Ja, Len kann jetzt auch schlafen, übrigens. Jeder kann jetzt schlafen, ne? Wir versuchen mal alle einzuschläfern und der geht dann auf dann den machen wir erstmal Magier. Den Magier kaputt, ja. Machen wir erst den Magier kaputt. Okay. Natürlich. Oh ne, die schlafen? Warum geht das jetzt auf die? Wir haben doch gelernt, die können nicht schlafen. Ja. Wir lernen in diesem Spiel nichts. Es ist immer Zufall, okay. Ja, und der Geist, den kann natürlich nicht einschläfern, super. Ja, der 3600 HP. So, wir kriegen das irgendwie. Wir legen den mal kurz wieder schlafen. Ja. Und hast ich packe mal auf die anderen hier mal gerade schon noch Dots drauf. Ne? Ja. Dann mache ich einen Blutsaugen. Dann blutsauge ich auf den. Und mit dem Werwolf gehe ich noch den Magier. So, na, erstmal auf die Kontra-Leute packen wir erstmal schön Dots drauf. Achso, oh Gott, ich hab mich mit dem falschen Schlaf gemacht. Ja, okay. So, okay. So, brauchen wir zweimal einschläfern und dann, dann mach ich jetzt noch hauen wir den nächsten Vampir um. Ne, ich mach noch verbrennen auf den. Ja. Ja, genau, damit überall verbrennen drauf ist. Schlaf auch da drauf. Und der wird man diese Runde einfach, also vielleicht reicht es ja zufällig. Wenn er mehrfach kriegt. Ich sehe, der ist wahrscheinlich physisch wieder immun. Ich sehe es kommen. Das will ich jetzt nicht testen. Er ist ein Geist. Ja. Ja. Ich hab doch zweimal Schlaf gemacht. Okay, also boah, das wird jetzt richtig schlimm. Ich mache mal Gewitter. Ja.
Also, wenn wir Glück haben, ist sie da zumindest gegen Blitz anfällig. Und dann können wir sie damit töten. Ich versuch mal mit Licht. Ich schau jetzt einfach mal, was hier funktioniert, ne? Ja. Auf Blitzschlag und komm, du gehst auf. Ja, also ey, einfach einen Prügeln, komm. Mittlerweile haben wir genug Seelen, dass wir das erlauben können, dass wir ihn auch neu beschreiben können. Okay, ja. Also wir konzentriert unser Feuer drauf, hauen alle Zauber, dann sollten wir sie auch in einer Runde tot kriegen. Okay. So, das töten wir erstmal den anderen Vampir melee-mäßig und dann nächsten Zug. Machen wir jetzt Feuerblitze, Lichtstrahl, Feuerblitze und der geht auf Verteidigung. Das und ich kriege natürlich auch nur eine Seele, weil von Vampiren ja keine Seelen bekommen. Und ich möchte betonen, wir sind gerade 15 Level drüber. 15 Level drüber. So. Okay. Ich habe hier schon dreimal Status drin, ne? Dann gib dir noch eine Statusrune. Du hast ja sogar zwei Slots wieder, dann kannst du ja wieder ein bisschen machen. Heilstigmeier wird dann wahrscheinlich das. Aber siehst du, wenn mit vier Status bekomme ich Beherrschung, hieß es doch. Nee, viermal Status war Befehl für Heilstigma, also ach für so, Counter Heal. Achso, ja, jetzt können wir so blockieren, okay, gut. Ja, was ist denn das fünfte Mal, das Verdammnis? Und so, ich stirb dann sechs Runden, ne? Ja. Ich will nur was wissen, ob das so geht funktioniert. Geht auf den Gegner? Ja, geht auf den Gegner, ja. Ein Gegner tötet nach 6 Runden. Weißt du was, du lass mir mal drin, vielleicht können wir damit einen Boss tatsächlich sogar besiegen. Wer weiß das schon? Ich möchte es testen, ne? Vielleicht geht das ja sogar. Wäre ja sogar ganz cool. Ja, wir müssen auf jeden Fall unsere Runen verteilen. Mhm. Ja, ich pack im Zweifel pack jetzt mal Blutrun rein. Jetzt krieg ich ganz viele, leider auch ganz viele random ganz Spells Crap. Können. Ja. Elaine musst du noch was geben. Mhm. So, jetzt gebe ich ihm. Wir haben keine Lichtrunen, ne? Ja, genau, haben wir ja nicht. Ich pack mal eine Feuerrune rein. Was Blut? Ja, genau, Blut meine ich. Wir haben keine Feuerrune. Wir haben keine Feuer und keine Blitzrunen. Wir haben Eisruhen eine ganze Menge. Feste Adern und Lichtklinge. Ja. Den habe ich voll. Ja. Gut. Leute, das wird anstrengend. Das wird hier anstrengend werden. Oh Gott, ey Leute, das wird. Wir machen immer Gewinne. Aber immerhin können die hier einschlafen. Also. Licht. Der trifft zufällig, ne? Ja. Der Blitzschlag ging. Okay. Wir müssten eigentlich. Problem ist. Nee, ich hab. Okay, für nächstes Mal soll ich eine bessere Idee. Und zwar werden wir den nächsten Kampf wie folgt machen. Wir beginnen in der ersten Runde, macht Asuka Gewitter immer, ja? Ja. Und die anderen drei machen Schlaf. Na, um die drei Vampire erstmal rauszunehmen in der ersten Runde. Weil der Blitzschlag in der ersten Runde ja ähnlich gut ist. Der Feuerblitz meine ich. Der wird erst ab Runde 2 gut. Das finde ich besser, Gewitter. Ja, ich denke mal, so ist das besser, wenn wir das so machen. So. Was ist? Ich glaube,
Wir gehen mal um. Wunderschön. Ich bin auf den Bosskampf hier gespannt. Das Wasser ist vor lauter Blut ganz rot gefärbt. Und überlegt mal, wie breit das hier ist. Also nochmal, wie viel Blut da drin sein muss. Muss das sein, ey? Also es muss in dieser Welt Blut im Überfluss geben, weil irgendwie so viele Blutflüsse und ganze Seen voller Blut gefühlt, die wir schon gesehen haben. Also, ne? Es wird gleich noch mehr Blut fließen. Erinnert mich irgendwie daran, dass ich auch frisches Blut für mein eigenes Schloss brauche. Asgar, Lucien müssen sehr bald Larius und die schwangeren Frauen finden. Dann soll deren Blut mein Schloss schmücken. Aha, bringst du um und bringst es dann dahin oder wie? Ich rette euch. Hier ist mein Schloss. Aha, ich suche ja noch Mumien. Machen wir Gewittern. Dann machen wir mal Schlaf auf den. Celine macht mal Heilstigma. Auf diesen Geist. Ja. Will mal testen, ob man die Mumien einschläfern kann. Ja. Der soll den Magier hauen. Ja. Natürlich nicht. Natürlich nicht, ne. Jetzt können wir wieder auf Feuerblitze gehen. Ich bin so froh, dass das Elaine ein Item hat, um Feuerblitze zu haben, weil sonst wird es mit den Runen nämlich nicht hinbekommen. Sie macht ruhig den Lichtstahl da drauf, er macht Blitzschläge und der Werwolf geht auf den Magier. Ja. Und die Mumie ist natürlich noch das Kämpfen als Mögliche. Aber Midi kriegt die schon Fresse. Das ist gut. Ja. So durchentern. Wohl ja, das recht. Ja. Ein bisschen Blut sparen. Durch. Wir können eh gleich wieder nach oben gehen. Wir sind eh gleich rasend. Obwohl, der hat noch so viel Leben. Okay, dann hätte man doch noch, ja. Einziger Nachteil, ja, der Werwolf. Der wird gleich drauf gehen im nächsten Kampf. Und verliert dann leider den Attack-Bonus und dann ist er erstmal wieder nutzlos. Ja. Dann müssten wir eigentlich rausgehen, ja. Und eigentlich erst ein Gebiet machen gefühlt. Weil der ist. Oh Gott, ey. Weil ohne den Geschwindigkeitsboost ist der Werwolf halt schlecht. Also. Walner hat Blutmangel, ja. Ja. So, leicht das fast, aber effektiv nutzen möchten, ist jetzt einen Trank, um ihn da rauszuholen. Ja, dann gibt Celine auch noch einen. Nee, das ist schon okay, wir beginnen Dann hat sie nicht, sonst hat sie nicht genug Mana, um zwei Spells zu machen. Sicher? Ja. Sie macht, braucht 59 Mana. Okay, kann sie zweimal machen, ja. Ja, reicht doch. Ein Heilstück mal machen, ja, ist in Ordnung. Ressourcen. Steve, du kannst auch mal deine Ressourcen benutzen, dafür hast du sie. Genau. Nicht genau! Ich geb dir gleich genau! Genau. So, bitte, bitte sag. Weil, schade, ich in die Brücken hätten zu neuen Türrahmen werden müssen. Türrahmen. Es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn Bücher in den Spielen uns irgendwie Spells irgendwie näher gebracht hätten. Oh nein, wir haben ganz witzig gemeinte Riesentexte. Da steht und noch Schlaf, noch auf einen der Magier.
Interessant. Guck mal, weil er von dem Gewitter keinen Schaden bekommen hat, ja? Mhm. Schläft der Magier immer noch. Also gut. Na dann, Feuerblitz, let's go. Lichtstrahl. Blick und Sieg. Mhm. Aber nochmal, ich verstehe es wirklich nicht, warum uns nicht näher gebracht wurde, wie wir dieses Beherrschung. Wie das funktioniert, ja. Ne? Aber wenn er das jetzt schon für das High-Stigma gemacht hat, hätte er es auch dafür machen können. Ja. Ganz eindeutig, ja. Ich kann mir nur vorstellen, dass er hier wirklich Feedback bekommen hat von den Testern und die ihm gesagt haben, so. Also mit dem Level ist das jetzt ziemlich hart. Und wie mache ich deine Zauber denn? Wie besiege ich die denn, ja? Genau. Ich meine, nochmal, das hier ist ein 50er-Gebiet. Wir sind ja gerade mit 65 hier, ja? Ja. Und deswegen geht's auch. Gerade. Ja, es geht. Es geht dann. Wir müssen so ordentlich Magiepunkte reinballern, aber. Ja. Dann gehen die Kämpfe zumindest schön flott. Beim nächsten Mal teleportiere ich halt raus. Nur so als Info: Hätten wir einen Blutfass in unserer Basis, auch gegen Fila, würde ich es nutzen. Ja. Das muss ich noch einen extra Loot, den wir gleich kriegen. Diesen tollen extra Loot. Oh ja. Bluttrank, 70 Mana. Oh, noch einer. Hast du noch so einen? Ah, schon ein bisschen besser. So, wir haben hier gerade 140 Mana bekommen. 800 Fila. Und dann einmal wiederbeleben. Richtig. So. Guck, da ist noch ein Fass. Guck mal. Dann haben wir gleich für die nächste Ebene das nächste Fass. Also ist ihm wirklich aufgefallen, dass die Leute hier Probleme haben oder ordentlich Ressourcen wegballern müssen. Ja. Nein, das ist natürlich rein aus Plotgründen, weil es ja jetzt ja eine Vampirburg ist. Ja. Dann haben sie natürlich auf jeder Ebene so ein Fass stehen, damit sich Leute mal bedienen können. Ist ja nicht für uns gedacht. Lusenbar, ich finde es gut, dass sie da sind. Ja, klar. Ich finde es auch gut. Ich finde es auch so gut. Denn nicht sonst wäre das nämlich ätzend. Und da müsste man Ressourcen benutzen. Aber wir werden am Ende des Spiels 999999 Trinker. Jeder Trank wird Maximum sein. Bis auf die Vampirsteine. Haben wir leider ein bisschen Pech gehabt, wie sich das verteilt hat. Ja, das ist öfter so, ne? Einmal. Trifft das die Vampire auch alle immer sehr effektiv. Das macht das angenehm. Ja, Feuerblitz ist gefühlt so der beste Spell. Ja. Betten. Dann müssen hier auch Menschen wohnen. Ja, wir werden hier wahrscheinlich noch Soldaten des Heiligen Kreuzzugs wahrscheinlich bekämpfen dürfen.
jetzt hatten wir zwei Ebenen Vampire, es gibt zwei Ebenen hier Menschen und dann kommt Boss. Oder mal zwei Mischebenen. Oder zwei Mischebenen, ja. Bestimmt Sir Baltur und seine Soldaten. Mensch, und Vampire kämpfen tatsächlich Seite an Seite. Es ist wirklich viel passiert, während ich eine Ebene Blutgeister gelitten habe. Wie oft sagt uns Walner eigentlich noch, dass viel passiert ist in der Zeit, wenn er eben der Blutgeister war? Ja, weil es sind 70 Jahre oder so vergangen. Mensch, da sind Dinge passiert. Da passiert schon mal ein bisschen was, ja. Ah, unerwartend. Glaub bloß nicht, dass dein Leiden dort bei irgendjemandem Mitleid erzeugt. Richtig, danke. Wow, wenn Asgard das cleverste im Dialog sagt, ist das nie eine gute Sache. Nee. Als wenn ich dein Mitleid nötig hätte. Konzentrieren wir uns mal auf das unser Ziel. Das Streiten bringt uns jetzt nicht weiter, Asgard. Du ermahnst mich statt diesen Wicht. Unfassbar. Womit hast du gerechnet, Asgard? Schon gut, lass uns einfach weitermachen. Oh. Dann macht man die Truhe auf. Limmer Löwenschild. Ah ja. Was kann denn dieses tolle Schild? 10% maximales Leben. Wären aktuell. Das Interessante ist, pass auf, ich 580 nehme es, Leben. Auf, ich nehme es tatsächlich und zwar für Celine. Celine aktuell nämlich die Stiefel, die 10% Leben geben. Ja. Und es sind noch 30er Stiefel, was mich ein bisschen nervt von der Rüstung her. Mhm. Das heißt, ihr könnte man jetzt die geben und dann kann sie nämlich, dann einfach nämlich meine neue Schuhe bekommen. Ja. Und, ne? Und dadurch, dass sie eh irgendwie unsere Statuscasterin geworden ist, brauchen wir auf ihr auch nicht unbedingt die Crit-Chance, gerade vom Schild. Ja, ja, na, ja, also, klingt gut. Ist das sogar in Ordnung. Wenn wir den 16 Abwehr mehr bekommen. Und mit uns ist das Leben nicht direkt mit angezeigt, dass wir Plus bekommen. Also nicht. 6020. So. Gehen wir raus aus dem Menü. Waren wir immer noch 6020. Das machst du wieder auf. Ne, die Leben haben sich nicht verändert. Kannst du bitte ganz kurz das Item mal im Maker nachschauen? Ja, aber gerne doch, Steve. Aber gerne doch. Jetzt haben wir dieses Item verbuggt. So, Rüstungen. Das ist ein Level 65 alt. Das ist ein Schild. Und wir wollen halt solche Sachen mit aufdecken, ne? Und das können wir natürlich nur, indem wir auch im Maker reinschauen. Ich schaue übrigens bewusst nicht groß im Maker rein. Damit ich mich nicht spoilere. Ne? Das heißt, meine Reaktion ist dadurch immer. Ne? Debuff-Rate, Max HP mal 110? Hä? Warum ist das ein Debuff? Ist das nur im Kampf aktiv? Wir gucken gleich mal im Kampf. Wie heißen die Stiefel nochmal? Trator-Schuhe. Ja, genau. Schau bitte mal, das sind 30er. Und das bei denen anders nämlich eingestellt ist. Bei denen ist es anders eingestellt. Ja, dann hat es verkackt. Er hat es verkackt. Er hat es einfach verkackt. Nämlich da ist es richtig eingestellt. Parameter Max HP 110%. Ja. Was auch bescheuert ist, weil dann sind sie nämlich nicht kommunikativ. Dann, ja. Ja, ja, genau. Sie setzen das auf 110, genau. Das heißt, genau. Wenn man es. Also zwei würden sich nicht ergänzen. Genau, genau, genau. Aber das andere Item hat er verkackt, ja. Wie ist denn das, wenn ich jetzt diese Schuhe ausziehe, wenn ich kein Leben verlieren würde, würde es auch passen. Aber siehst du, hier wird es mir angezeigt, ne? Ja, ja, genau, da wird sie angezeigt. Also, ja. Die... Ja, dann kannst du direkt mal laden gehen, hier. Ja. Ah. Da haben die Tester auf jeden Fall gute Arbeit geleistet und sehr ausgiebig getestet. So, Sichelstecher. Das ist nur eine Valnar-Waffe, oder? 15% Chance, Treffer auf blind. Hm. Und steigert Angriff und ist okay, Nehmer. Ja, gut. Ja, steigert einen Angriff etwas. Und es sind immerhin 15% und nicht 5.
Du meinst, so langsam kommen wir in Bereiche, wo Items auch nützlich werden und nicht nur der 5% Malex aufweicht? Also ist jetzt auch nicht besonders gut oder so, na, aber Nee. ja, wir nehmen es mal. Hier die 30% auf dem 1, man, aber nee, was also 1 schaffen waren auch nur 10%, oder? Die haben wir zumindest ein paar Mal gesehen. So, dann gehen Wo wir geht's denn runter. jetzt Ja, weiter? oben. Hoch Ah, und da. da runter. Noch mehr Gruben für irgendwelche armen Opfer. Was auch immer hier passiert, führt zu einer Menge Schmerz. Danke, Klugscheißer. Die armen Frauen. Ich werde alle abtrünnigen Vampire zur Rechenschaft ziehen. Nee, es bleiben schon mal Vampire. Ja, die Truppe hatten wir schon mal. Schlaf den. Ah, schöner Schaden. Gefällt mir. Bitte greift nicht den Werwolf an. Ich würde ihn ja so gern heilen. Ich darf es nur nicht. Das ist halt so nervig, vor allem, weil du ja dann das Level von ihm verlierst, also dass er die Fähigkeit hat. Und glaubt mir, und die Fähigkeit ist ja nutzlos. Erst die Fähigkeit macht ihn brauchbar tatsächlich. Weil die Fähigkeit sagt, er greift dreimal an und ohne die Fähigkeit greift er nur einmal an. Ja. Das ist halt so viel schlechter. Außer den Magier verprügeln. Ja. Wenn er überhaupt noch ankommt. Bin so froh, dass wir hier nicht früher rein sind. Es hat sich gelohnt, vorher die Gebiete zu machen. Ja. Wie gesagt, ich glaube, wir hätten uns sonst nur geärgert, wenn wir es früher gemacht hätten. Frage mich, ob wir dann auch so vielleicht das nächste, die nächste Main Quest machen können. Um dich zu ärgern, ist natürlich bestimmt die nächste Main Quest Level 70. Nehmen wir mal die beiden Krieger hier raus. Letztens auch von 35 hoch auf 50, ne? Ja. Da ist er Matsch. Aber ich glaube, wir haben noch genug noch Zeit, um den neuen aufzuwerten wieder. Kannst du den Kampf jetzt nicht neu beschwören? Nee, ne? Nee, nur außerhalb vom Kampf, glaube ich. Ciao. Oder? Ja, genau. Ja. Feuerblitz. Feuerblitzen wir mal. Ganz unerwartet übrigens. Ne? Weil sie Blitzschlag. Nee. Also mal Blitzschlag aus dem Rücken macht. Du hast also heimlich trainiert bei Major Bob, ja? Gibst du zu. Du bist mit den Pumpen gegangen. Hast einen Pump-Arc richtig gemacht, ne? Ja. Nimm mal. Das heißt, unterschiedliche Space-Nutzer?
Ich muss mir nochmal die Namen nochmal anschauen. Also. Feuerblitz. 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 Blitzschlag ist natürlich was anderes. Genau. Ist aber auch Lichtschaden. Blitzschaden und macht 2 Mann. Ist ja was anderes, ne? Ist was anderes, Steve. Ja, machen wir aber trotzdem, ne? Ist der besser oder schlechter? Guck mal, der kostet 77 und 100. Und der kostet 77, hat 90 und dafür hat er noch Verbrennchance. Okay. Okay. Deswegen, ich war schon irritiert gewesen. Ich dachte nur schon, dass ich andere Namen lese. So, Askan irgendwie mal wiederbeleben. Dann gibst du ihm ein paar von den. Ja. Du musst ihm jetzt schon was geben. Was das kann. 311 mit der. 311 mittlerweile. Ich will mal ein bisschen ein paar Heilsachen. Also, du willst jetzt schon zum. Nee, du willst noch nicht hoch. Ich kenne dich doch, Steve. Nee, ich möchte hier das oben optimiert nutzen. Einen Kampf möchte ich noch machen. So, ja, gib ihm mal genug, dass er noch wieder so 500 Mana hat. Ja, noch einer. Komm. Nicht so geistig, Steve. Kampfhaltung, Magierhaltung. Werwolfbeschwörung. 283 könnte reichen, oder? Das wird wirklich knapp. Aber ja, sollte eigentlich reichen. Es müssten jetzt 25% sein. So, Kampfhaltung. Weil ich gerade echt überlege, ob wir nicht auf Magierhaltung gehen. Wenn du eh nur castest, ja. Dann bleib mal drauf, ja. Ich wechsle gerade mal auf Magierhaltung. Wir casten schon doch sehr viel hier gerade. Und dann ist nochmal ein Fass, sehr schön. Da kannst du das Fass hier direkt gleich benutzen, ne? Oder willst du das erst oben benutzen? Das ist nur, glaube ich, um das oben. Ne? Gewitter. Wir werden gleich sehen, wie schlecht das gleich der Werwolf ist. Ja, wir werden das einmal 800 Damage machen und. Ja, das war's dann. Ja. Das ist schon deutlich schlechter. Sonst hat er, wenn er gekrittet hat, kann er ja sogar einen hier Magier in einer Runde zerlegen. Genau. Ja, das hätte jetzt zum Beispiel schon ein Sieg sein können, tatsächlich. Ich hatte jetzt schon ganz kurz einen Klapp, Leute. Ja. Das ist nicht reicht. Das war knapp, ja. Das war mehr als knapp. Wo ist es in so einem Fallenraum? Na, dann nutzen wir doch das irgendwie hier, damit wir nicht in diesen Raum nochmal reinlaufen müssen. Ja, Leute, aber hier.
geht es dann beim nächsten Mal weiter. Für DC Steve und. Euer Cloud mit den 4-8. Wir sehen uns in den Kommentaren, Daumen nach oben freuen. Tschö, tschö. Tschö, tschö.